Anna-Maria Facichi spricht nach ihrer Fehlgeburt offen über die Möglichkeit, bald Großmutter zu werden. Sechs Monate nach Fehlgeburt. Anna-Maria Facichi spricht von Schwangerschaft. Anna-Maria Facichi, 42, ist stolze Mama von 8 Kindern. Im Juni 2023 hat die Ehefrau von Bushido, 45, bekannt gegeben, erneut schwanger zu sein, doch kurz darauf erleidet sie aufgrund einer Eileiterschwangerschaft eine Fehlgeburt. Der Wunsch eines neunten Babys rückt daraufhin erst einmal in weite Ferne. In ihrer Instagram-Story erklärt die 42-Jährige, dass sich das Thema wirklich erledigt hat. Das bedeutet allerdings nicht, dass sich die Facichis nicht trotzdem noch über Familienzuwachs freuen dürfen. Bei Instagram kündigt Anna-Maria bereits die nächste Schwangerschaft an, wie Promiflash berichtet. Anna-Marias Sohn Montri könnte ihr das erste Enkelkind schenken. Dieses Mal geht es aber nicht darum, dass Anna-Maria Facichi und Bushido noch einmal Eltern, sondern erstmals Großeltern werden. Montri, 21, Anna-Marias erster Sohn aus einer früheren Beziehung, ist bereits erwachsen und soll auch schon die große Liebe gefunden haben. Seine Freundin hat er selbstverständlich Mama Anna-Maria vorgestellt und die könnte kaum glücklicher über die Wahl ihres Sohnes sein. Ich habe ihrer Mama einen Abend geschrieben, dass ich verstehen kann, dass Montri sie liebt. Sie ist wundervoll, schwärmt sie von ihrer Schwiegertochter in spe. Montris Freundin hat die 42-Jährige auch schon direkt zu verstehen gegeben, was sich Anna-Maria am meisten von ihnen wünscht. Ich sage ihr immer, du wirst mich zur Oma machen, plaudert die achtfache Mami aus. Sie ist schließlich selbst früh Mutter geworden. Ihren Sohn Montri bringt die damals 20-Jährige im Jahr 2002 auf die Welt. Der Vater ist Pravit Anantapongs, ein thailändischer Tänzer von Anna-Marias Schwester Sarah Connor, 43. Für Anna-Maria und Bushido wäre es das erste Enkelkind, doch was hält Montri von der Idee? Wir dürfen gespannt bleiben.